Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von die Bakery, die Agentur für Online-Händler. Ein neues Video, ein neuer Workflow. Diesmal wollen wir euch demonstrieren, wie ihr einen Workflow einrichtet, mit dem ihr oder euer Mitarbeiter benachrichtigt wird, sobald ein Bestandskunde doppelt im System vorhanden ist. Das kann passieren, indem der Kunde ohne Anmeldung in eurem Shop bestellt oder aber über Amazon oder eBay bestellt. Darüber wollen wir im ersten Schritt informiert werden und im zweiten Schritt zeigen wir euch, wie ihr dann zwei Kundenkonten zusammenführt. Also keine Zeit verlieren, sondern ab in die Wavi. Hier geht ihr über das Menü auf Admin und auf die JTL Workflows. Hier wechselt ihr auf den Bereich Kunden und klickt auf den Bereich Angelegt. Legt einen neuen Workflow an und benennt diesen wieder so, dass ihr am Ende wisst, was dieser bewirkt. Anschließend müsst ihr eine erweiterte Eigenschaft anlegen. Das macht ihr, indem ihr erstmal auf Neue Bedingungen klickt und in die Verwaltung der erweiterten Eigenschaften geht. Fügt hier eine neue hinzu und gebt dieser ebenfalls einen aussagekräftigen Namen, wie beispielsweise doppelter Kunde. Dann müsst ihr eine aus .liquid-Variablen erstellte Abfrage integrieren, die besagt, dass es einen bestehenden Kunden gibt, der dem neu angelegten Kunden entspricht. Ermittelt wird das Ganze entweder durch die E-Mail, die Telefonnummer, den Nachnamen, der Postleitzahl oder dem Ort. Ausgegeben wird dann die Kundennummer des Bestandskunden. Ihr könnt diese Abfrage natürlich auch individuell anpassen. Unsere verwendete wird im Blogartikel zu diesem Video für euch bereitgestellt, den wir euch oben rechts verlinken werden. Schließt das Dialogfeld mit einem Klick auf OK und wählt dann als Operator Ist nicht leer aus. Damit wäre die Bedingung definiert. Nun muss nur noch die Aktion eingetragen werden, die darauf folgen soll. Deswegen legen wir eine neue Aktion an und wählen E-Mail senden. Nun gebt den Namen desjenigen ein, der die E-Mail erhalten soll. Also euch selbst oder eben eure Mitarbeiter. Tragt dementsprechend auch die Empfänger-E-Mail ein, den Betreff und legt als Text wieder eine individuelle .liquid-Variablen-Kombination ein oder übernehmt die von uns verwendete aus dem Blogartikel. Damit weiß der Mitarbeiter direkt, um welchen Kunden es sich handelt. Was dann zu tun ist, zeigen wir gleich. Haben wir alles eingetragen, speichern wir ab. Wenn euer Mitarbeiter nun eine E-Mail erhalten hat, muss dieser sich in der Wavi in den Kundenbereich begeben. Dort sucht er mithilfe des Namens, der E-Mail-Adresse oder anderen bekannten Parametern beide Kundenprofile und wählt beide mit gedrückter Steuerungstaste aus. Dann mit einem Rechtsklick darauf gehen und auf Zusammenführen klicken. Nun seht ihr die Angaben beider Profile und könnt händisch auswählen, welche übernommen werden sollen. Am Ende nur noch auf Kunden zusammenführen gehen und schon ist euer Problem gelöst. Ich hoffe, bei euch hat das ähnlich reibungslos geklappt. Falls nicht, schreibt uns einen Kommentar. Solltet ihr andere Anliegen bezüglich Wavi oder JTL-Produkten haben, helfen wir euch auch gerne als JTL-Service-Partner weiter. Alle Infos erhaltet ihr auf der Seite oben rechts. Lasst ein Like und Abo da, wenn wir euch damit weiterhelfen konnten. Dann verpasst ihr auch keine weiteren Workflow-Videos. Wir hören uns dann morgen wieder. Macht es gut, euer eBakery-Team.